Hallo. Ganz oft werde ich gefragt, was habe ich eigentlich mit Astronomie zu tun? Weil ich das so interessant finde, habe ich euch ein kleines Beispiel mitgebracht, das jeder schon mal irgendwie erlebt hat. Es geht um das Thema Ebbe und Flut. Wie kommt das eigentlich zustande? Da sagt jeder ganz schnell, ganz einfach, das hängt doch mit dem Mond zusammen. Das stimmt auch. Der Mond zieht an der Erde bzw. an dem Wasser. Und dadurch entsteht ein Wasserberg. Dann sieht das Ganze so aus. Da ist der Wasserberg. Jetzt aber jeder, der schon mal am Wasser, am Meer war, der weiß, dass wir zweimal am Tag Ebbe und Flut haben. Und das, was der Mond da tut, das führt ja nur zu einmal Ebbe und Flut, wenn sich die Erde einmal um sich selber dreht. Also fehlt doch da noch was. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Flutwelle, die für die zweite Flutwelle sorgt. Wie kommt das denn nun zustande? Alleine mit der Anziehung des Mondes kann das nicht zusammenhängen. Irgendwas fehlt doch da. Ich habe euch das mal hergebracht und zwar haben wir da ein kleines Beispiel. Ich habe mal hier einen Mond mitgebracht und eine Erde. Zwei Holzkugeln. Und wenn diese beiden Kugeln nun die Erde und den Mond darstellen, dann kann man in diesem Bild, so in diesem Modell, das ich hier zeige, noch nicht wirklich erkennen, was die beiden eigentlich miteinander tun, denn die sind ganz locker und kullern einfach so umher. Da aber beide eine Anziehungskraft haben, wenn sie sich drehen und sich einander anziehen, bewirken sie auch etwas miteinander. Wenn man sie so dreht, dann drehen die sich ganz normal in der Runde und es ist nichts Besonderes daran. Und jetzt nehmen wir mal die Anziehungskraft dazu, wenn die beiden durch die Anziehungskraft miteinander verbunden sind. Ich habe das hier mal mit einem Schaschlikstäbchen gemacht. Dann kann man sehen, dass wenn man die beiden jetzt dreht, so wie die das immer tun, dann eiert das Ganze. Es gibt so einen Schleudereffekt. Man sieht das an der Erdkugel. Und das ist genau das, was hier passiert. Auf der einen Seite zieht der Mond am Wasser und macht den einen Wasserberg. Und auf der anderen Seite wird das Wasser durch den Schleudereffekt weggeschleudert. Das gibt den zweiten Wasserberg. So entstehen Ebbe und Flut. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.